One. Ein Podcast mit Shelly und Christiane. Heute Shelly und Christiane im Celebration Fever. Voll gut, oder? Ja. Mm. Prost. Prost. Mm. Mm. Du, weißt du was? Geht genauso weiter, wie gestern aufgehört haben. Oha, aber nee, weißt du was? Puh. Der Podcast läuft schon. Ja, ist ja nicht schlimm. Prost! Prost. Also, man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Absolut. So ein alkoholfreier Mango-Prosecco ist schon gut, ne? Ja. Finde auch. Mm. Lecker. Ja. Ja, nun erzähl mal, wie war denn jetzt gestern? Total tiefenentspannt bei mir. Tiefen, ja, das war es bei mir allerdings auch. Mit Mutti. Mit Mann? Hm, da wollen wir tauschen nächstes Jahr. Na gut. War ein Versuch, ne? Prost. Prost. Aber weißt du was? Hm? Übermorgen. Startet. Geht die Arbeit wieder los, ne? Ich hab's befürchtet. Startet die fünfte Jahreszeit. Ja! Endlich! Also nicht Karneval, ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Die Erdmännchenzeit. Die Erdmännchenzeit! Ja! Wuhu! Erdmännchen! Ja, denn übermorgen starten zwei Dinge: der neue Mini-Katalog von Januar bis Juni. Hm. Von Stampin' Up. Und die Celebration. Oh, und wir haben sie schon. Und was ist das eigentlich? Ist das ein Gecko? Oder ein Salamander? Oder ein Salamander? Ein Salagecko? Es ist süß und es hat knuffige Augen. Und eine Zunge und eine lustige kleine Nase. Hm. Und es wünscht uns ein herzliches Willkommen im 2020. Ja, genau. Voll gut. Ja, das ist schon. Die Erdmännchen waren ja schon ein Thema auf Onstage, ne? Ja. So ein Ärger. Stell dir doch mal vor, so du oder ich hätten so ein Erdmännchen-Button gehabt. Ja, das wäre jetzt nice gewesen. Dafür habe ich Erdmännchen-Fotos, ganz viele. Ja. Ich und ein Bagger-Erdmännchen. Ja, nee, habe ich nicht. Habe ich. Ja, du, aber ich nicht. Soll ich es dir zeigen? Ja. Hm. Warte, ich such's mal raus. War doch so eine Fotoecke. Ja. Und da gab es mich mit Erdmännchen. Da gab es dich mit Erdmännchen, das genau, stimmt. Und da musste ich die Erdmännchen hochheben, weil die sind ja also geringfügig kleiner als ich. Weißt du was? Was? Ich habe die Fotos gemacht. Da. Ja, genau. So viel kleiner sind die gar nicht, als du, wenn wir es mal genau nehmen. Naja, du kannst dich schon gut hinter dem Schild verstecken. Ja. Sie sind, also fünf Erdmännchen sind auf jeden Fall breiter als ich. Aber deutlich. Ich finde, das könnte unser neues Podcast-Foto werden. Oh, wo bin ich? Hinter der Kamera, hast du ja gerade gesagt. Ah ja. Ja, ist okay. Läuft bei uns. Ja. Und guck mal, da kann man so Kakteen mitstempeln. Kaktusse? Ja, genau. Nee, Kakteen. Ja, ja, ich weiß, du meinst mich. Nee. Passt. Mich? Ich meine nicht dich. Ich meine gewisse andere. Also. Niemand, la 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 la. Ich glaube, wir haben zu viel König der Löwen geguckt. Schwiegermuttersitz, ne? Das heißt nicht Mutti-Sitz. Nee, es heißt Schwiegermuttersitz. Verdammt. Aber das hier könnte, weißt du, das könnte ein Mutti-Sitz sein. Guck da. Mhm. Weißt Erhöht, was? Damit die Mutti mit ihrem Bobbest da auch wieder runterkommt. Weißt du, was das bedeutet? Hm? Du müsstest heiraten. Dann wär's ein Schwiegermuttersitz. Ja, aber also. Schade. Ja, nee. Nicht? Ich habe keine Zeit, ich muss Celebration machen. Ich organisiere das für dich. Ja, prima. Stellst du ihn mir vorher noch vor, oder? Wie viel vorher? Reicht der Walter? Wie
Entschuldige, es gibt doch irgendeine Serie auf irgendeinem privaten Fernsehkanal. Da heiraten die auch, ohne sich vorher gegangen zu haben. Was? Mhm. Also ich bin doch wieder froh, dass wir keinen Fernsehempfang hier haben. Ja, nee, ist schon schön. Aber haben wir eigentlich mal erzählt, was Sailabration ist? Ausverkauf, Inabration, zum Feiern? Genau. Ha. Und zwar, immer dann, wenn ihr 60 Euro voll habt, also in einer Bestellung, oder 120 oder 180 oder irgendein Vielfaches von 60, da sind nach oben auch keine Grenzen gesetzt. Hört ihr da die Mathelehrerin? Ein Vielfaches von 60? Dürft ihr euch Gratisartikel aussuchen? Popo. Wir haben zwei Stufen Gratisartikel, nämlich einmal die Stufe 60 Euro. Das sind viele, viele schöne Dinge drin. Da erzählen wir euch gleich ein klein bisschen mehr zu. Und dann gibt es noch ein paar besondere Artikel oder Produktpakete. Da müsst ihr dann 120 Euro Umsatz haben. So wie das hier. Oh ja, das ist traumhaft. Erzähl weiter. Ich schwärme noch ein bisschen. Das sind dann hochwertigere Sets, also größere oder teurere oder vielleicht mal eher Stanzformen oder ein Paket. Und dann, ja, das bekommt ihr zusätzlich zu dem, was ihr gekauft habt, gratis obendrauf. Da gibt es eine kleine Broschüre, die Sailabration-Broschüre. Die bekommt ihr bei euren... Ja, Demo des Vertrauens, genau. Heißt es. Das war mein... Oder bei uns. Oder bei uns. Meinst du, sie vertrauen uns? Ja, nein, wenn sie uns vertrauen, würden sie ja nicht... Also nein, wir sind nicht Demo des Vertrauens, wir sind uns. Ach so, wir sind wir. Wir sind wir. Ja, ein Celebration-Set habe ich on stage bekommen. Habe ich geschenkt gekriegt. Voll gut, oder? Ja. Und zwar heißt das Set Lovely Lily Pad. Lily Pads ist der englische Begriff für Seerosen. Und das ist ein... Haben die eigentlich auch einen deutschen Namen? Die Reversibles, also die Stempel, die du von beiden Seiten stempeln kannst. Ist Reversible nicht umdrehbar? Ja. Prost. Könnte man so, mein genau. Mein Glas ist noch nicht leer. Nee, meins auch nicht. Aber wenn ich das Zeug weiter trinke, bin ich gleich nur noch am, dann müssen wir so viel schneiden. So wie gestern. Ich war ganz artig gestern. Du tust immer so, als hätte ich mir hier... Ich war ja nicht dabei. Ich, ja, hab mir keinen hinter die Binde gegossen. Na gut. Wir waren ja nur zu zweit. Ja, das kann man das ja trotzdem tun. Ja. Kann man schon. Ich muss gleich mal deinen Mann interviewen. Du kannst gleich mal den Mann interviewen. Der wollte übrigens nicht mit in den Podcast. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich fand die Idee so gut. Ja, ich hätte das jetzt auch nicht gefunden. Und dann hat er irgendwas von Bigfoots und über den Rest reden wir besser nicht erzählt und hat uns hier sitzen lassen. Tschö. Ja. Also, die Seerosen Lovely Lily Pad besteht aus 8 Klarsichtstempeln, aber ihr habt 16 Seiten, also 16 Stempel quasi in einem 8er Set, denn ihr könnt jeden Stempel von beiden Seiten bestempeln. Das heißt, ihr habt einmal so Blumen, Außenlinien, so wie so Malen nach Zahlenlinien. Es ist einmal die Blume und einmal nur die Farbe, genau, für die Blume. Ja, einmal die Füllung oder eben das Seerosenblatt oder der... Ja, es ist aber nicht Füllung. Wir haben ja schon festgestellt, was das Besondere ist an diesen Lovely Lily Pads. Das Besondere ist, die sind nicht symmetrisch. Das heißt, wenn du die Füllung stempelst und du dann den Stempel sauber machst und den Stempel umdrehst und dann da im Acrylblock festmachst und dann die Blumenlinien stempelst, dann passen die nicht exakt aufeinander, was ich aber total gut finde. Weil das nämlich heißt, dass es auch gar nicht so aufs exakte Stempeln ankommt. Es gibt dem Ganzen mehr so ein... mir fehlt das Wort gerade. Ich könnte das auf Englisch hier machen. Aber auf Deutsch kriege ich das gerade noch nicht. Vielleicht sollte ich meinen Urlaub nicht ständig in den Niederlanden verbringen. Ja, vielleicht solltest du onstage nicht so viel Englisch reden. Ach, das ist auch eine Option. Könnte auch sein, dass uns das Set auf Englisch vorgestellt worden ist. Ah, das ist vielleicht unter Umständen auch nochmal so ein Punkt. Also ihr habt dann so einen artistischen, haben die das genannt, also ohne künstlerischen Effekt. Ja, danke. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken.
Okay, das findet ihr auf jeden Fall in der Celebration-Broschüre auf der Seite 5. Und das ist so eins von diesen 60 Euro Gratis-Sets. Ne? Das sind so, wie gesagt, 8 Stempel, da ihr aber alle doppelseitig benutzen könnt, habt ihr eigentlich 16 Stempel, was schon eine ganz schöne Ansage ist für so ein Celebration-Set. Oftmals sind das deutlich weniger. Und das Set wird ergänzt durch die Stanzform Seerose. Das heißt, wenn ihr jetzt eine große Bestellung aufgibt, 180 Euro oder mehr, könntet ihr euch das Seerosen-Set und die Stanzform passend dazu aussuchen. Und dann hättet ihr also die Möglichkeit, einmal diese Seerosen, die ihr stempeln könnt, auszustanzen. Aber da sind eben auch noch so zarte Seerosen, die man oben drauf legen kann. Also wo dann wirklich so Blütenblätterlinien auszustanzen sind. Und einmal so ein, ich würde es Wassertropfen nennen, oder was meinst du, was das hier sein könnte? Ein Designelement vielleicht? Genau, so ein, das ist, hat so ein bisschen was von Wassertropfen, in meiner Welt zumindest. Ja. Und wer dann immer noch nicht genug hat, so wie, Wir wollen hier keinen schief angucken. Wir wollen hier überhaupt niemanden schief angucken. Ne? Also ich könnte ja gar nicht irgendwie und, huch. Deswegen war der DHL-Mensch hier jeden Tag da die letzte Zeit. Ich verstehe schon. Aber es ist so schön. Ja, das ist klar. Also wenn ihr mit dem Seerosen-Set und den Stanzformen noch nicht genug habt oder falls ihr so viele schöne Dinge wie wir im neuen Mini-Katalog gefunden habt, unfassbar, wie teuer der wird, oder? Wie teuer der schon geworden ist. Wir haben ja Gott sei Dank schon 6 Wochen hinter uns. Vor Order. Ja. Weihnachten war, wie soll ich sagen? Blumig. Nein, es gibt nämlich auch noch ein ganz wundervolles Designpapier Seerosen-Sinfonie, was mich so ein bisschen an das Papier aus dem Jahreskatalog erinnert, was so ein bisschen was von Claude Monet hat. Ich finde es aber tatsächlich sogar, also bis auf diese eine Seite da. Die grüne? Ja, die ist ja Gott sei Dank hinter dem Lila. Das, ja. Finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde das total schön. Ich finde auch das andere schon total schön. Aber also ich würde es nicht mit den Seerosen zusammensetzen, weil das ist mir zu wild. Aber was denn hiermit? Da ist so ein tolles Designbeispiel auf Seite 7. Wo die Seerosen genommen wurden und dann hast du einen weißen Kreis obendrauf. Als Schüttelkarte. Ja, vielleicht. Ja, also da bin ich schon mal ganz verliebt. Aber wir sind wieder bei, die Rückseiten sind auch schön, bis auf die grüne. Ja, aber das ist doch hier auf der Seite 6 oben das Kartenbild, You Make My Life Better. Ja, das ist ja eine better. Grüne Rückseite. Die finde ich aber schön. Ja. Grundlegend. Ja. Was gefällt dir denn besonders gut? Das, was mir als allererstes in den Kopf geschossen ist, was mich angesprungen hat von der Bühne, das ist natürlich auch gleich eins der teureren. Das gibt es nämlich auf Seite 15. Das ist der 3D-Prägefolder Steinmauer. Alter, bin ich verliebt. Ja. Und hast du gesehen, was ich neulich damit gemacht habe? Ich habe es dir geschickt mit WhatsApp. Das war gut, oder? Herzchen! Ja. Super schön. Da freue ich mich schon mega drauf, dass ich das jetzt endlich zeigen kann. Ja. Jetzt ist endlich Weihnachten rum und wir können endlich aufhören, Tannenbäume und Kugeln zu posten. Strike! Aber ich mag Tannenbäume. Ja, dann guck dir doch einfach deinen noch 6 Tage an. Vielleicht auch 8. Ja. Also bis er abgeholt wird, ne? Wann wird der denn abgeholt? Ich glaube in der zweiten Januarwoche irgendwann. Ja, dann hat er ja noch 14 Tage Zeit. Ja. Sehr gut. Total. Meiner ist schon eine Woche weg. Ja. 21. Dezember. Tschö. Ja. Bei dir läuft doch irgendwas falsch. Ja, nein, ich fahre dann in Urlaub. Ja, ich weiß, dass du da im Urlaub warst. Dann kann er weg. Ja. Du hast wahrscheinlich einen traumhaft schönen großen Baum gesehen. Ach, stimmt, hast du mir ein Foto geschickt. Toll, ne? Voll mit SU gebastelt. Sehr, sehr schön. Wollte ich unbedingt mal machen. Ja, ganz, ganz schön. Und ist auch total gut angekommen, tatsächlich. Oh ja.
Ich habe ja einen Teil von den Sachen gesehen, als du sie gebastelt hast. Ja. Nach Onstage. Du meinst, als ich den ganzen Tag beim Korb im Kleber hing? Ja, und Klingglöckchen Klingelingeling gespielt hast. Ja, richtig. Genau, ich erinnere mich lebhaft. Ja, als wäre es gestern gewesen. Als wäre es gestern gewesen. Ja, auf jeden Fall diese Steinmauer, die werdet ihr jetzt noch ein paar Tage lang von mir zu Gesicht kriegen. Die ist so schön. Von mir auch. Ich finde die auch absolutlich gut. Absolutlich. Absolut fantastisch. Mhm. Großartig. Aber ich mag auch das Stempelset dazu. Ich mag das auch, wobei ich tatsächlich also mich so ein bisschen schwer tue, damit viele Karten zu machen. Also ich mag den Spruch total gerne. Oder die Sprüche. Mhm. Aber jetzt mit so einer, was ist es denn, chinesisch oder japanisch oder asiatisch oder ich weiß auch nicht, mit so einer Bude mache ich, glaube ich, nicht so viel. Aber ich finde sie unendlich schön und besser haben ist besser als brauchen. Ja, und ich finde, sie passen ganz, ganz toll zu unserem My Meadow Set aus dem Mini-Katalog. Ja, das was stimmt. Wir Center Stage bekommen haben. Richtig, ja. Das ist ja eine ganz, ganz fantastische Ergänzung zu Snowfront aus dem Weihnachtskatalog und zu Am Ufer aus dem Jahreskatalog. Das stimmt. Dann können wir jetzt also China-Hütte in Bergen machen. Oder hast du schon? Ja, du ja kannst doch nicht alles verraten, was ich jetzt so in den nächsten Tagen auf meinem Blog zeige, oder? Entschuldigung. Ach, weißt du, alles gut. Schatz. Ich erzähle einfach noch ein bisschen von anderen Sets, die ich auch ganz toll finde, vielleicht. ja, lass mich doch eben kurz gucken, auf welcher Seite das war. Hier, auf Seite 10. Das ist cool, oder? Das ist absolut traumhaft. Ich finde das so schön. Das habe ich Onstage schon gehört. Da saß ich neben. Den Samstagnachmittag, kurz vor Feierabend. Wenn mir noch mal jemand sagt, ich würde quietschen, ne? Ihr habt Christiane noch nicht quietschen gehört. Sie hat gesagt, wir sollen zur Kenntnis entgeben, nein, wir sollen zeigen, wie toll wir das finden. Habe ich gemacht. Habe ich gehört. Hatte kurzfristig Tinnitus für 3 Wochen. Siehst du. Das ist voll gut, weil dann kennst du jetzt mal meinen Tinnitus, wenn du von Ottern sprichst. Ja, genau. Also, ich rede von dem besonderen Designerpapier Bienengold, was es für 60 Euro gibt. Das ist wieder eins von den günstigen Sets. Das ist ein Traum. Und entweder benutzt man sie in Schwarz oder in Schwarz-Gold oder du benutzt sie dann in Weiß-Gold oder du malst das Weiße mit der Schwammwalze an in Pink und benutzt sie in Pink-Gold. Oder in Grün. Regenbogen. Regenbogengold. Auch schön. Warum glaubst du eigentlich immer, dass ich nur mit Grün arbeite? Ach, naja, wer sich schon grüne Reißverschlüsse in die Jacke näht, ne? Aber die ist schön geworden, oder? Ja, die ist mega geworden, wenn sie zu ist. Oder wenn sie auf ist und man die nicht wirklich sieht. Ja, oder wenn sie auf ist. Aber in dem Wissen, dass deine Jacke einen grünen Reißverschluss hat, geht es mir übergangsmäßig gerade nicht gut. Also ich glaube, wir reden einfach noch ein bisschen über Stempelsets und prima. Ich spreche über liebe Gedanken, ja. Mein Herz. Ja, Schatz. Mit den allerbesten Wünschen. Genau. Und dass viele deiner Wünsche wahr werden, nur nicht, dass mein Kreisverschluss nicht mehr grün ist. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt ein Edding nehmen. nö. Nein. Das ist nämlich auch ein ganz tolles Celebration-Set, was ausschließlich aus Sprüchen besteht. Und das fand ich letztes Jahr schon so mega, den kleinen Wunscherfüller, weil man da eben so viele kleine süße Sprüche hatte, die man für alles und jeden benutzen konnte. Und wir haben ja, was habe ich gehört? Na, das sage ich nur, zum Beispiel herzlichen Glückwunsch oder alles Gute zum Geburtstag. Mit den allerbesten Wünschen. Genau, das kann man also auch ganz, ganz toll kombinieren. Oder da sage ich nur, danke. Bitte. Ich liebe Sprüchesets. In Deutsch. In Deutsch. Und in Englisch. Und in Französisch. Und in Holländisch. Ja, weil das gibt's auch auf Niederländisch. Wie weit bist du denn da mit deinem Niederländisch jetzt? Kannst du schon? Ein Bädchen.
In Beetje. Oh. Ich spreche ein bisschen Niederlands. Ah, ich noch nicht so viel Dänisch. Ja, da musst du noch ein bisschen dran üben. Ich muss noch ein bisschen üben, genau. Du kannst nur rechts abbiegen und umdrehen auf Dänisch, ne? Richtig. Seitdem mein neues Navi im Auto nur noch Dänisch mit mir redet, kann ich das. Dann sag doch mal, wie das heißt, rechts abbiegen. Klar. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du musst doch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja. Ich fahre ja wieder nach Hause demnächst. Ja. Hast noch ein Stück vor dir. Genau. Aber es geht ja nur geradeaus, da redet das Ding nicht so viel. Ach so, ja, da musst du mich nochmal in Holland besuchen kommen, weil da musst du dann mal links und mal rechts und mal durch den Kreisverkehr. Ja, das ist voll gut. Da lernt man richtig was, ne? Mhm. Übrigens kann man deine lieben Gedanken auch wunderbar kombinieren mit dem tollen Kartenset Bandana Flair. Ja. Das ist auch wieder so ein Set für 60 Euro und da kann man direkt 8 Karten mit basteln. Aber man muss ja nicht zwingend die Sprüche nehmen, die es da gibt, sondern man kann auch einfach dein Lieblingsspruchset, liebe Gedanken benutzen und das neue Sprüche stempeln. Ja, das ist total gut. Dieses Kartenset ist total schön. Ja. Das glitzert richtig schön. Ja. Und guck mal, das Set enthält Grüße in Deutsch, Englisch und Französisch. Und Französisch, ja. Man muss sich also gar nicht entscheiden. Nee, genau. Es gibt also immer 8 Sprüche. Das gab es, glaube ich, letztes Jahr auch schon. 8-mal den deutschen Spruch, 8-mal den englischen Spruch und 8-mal den französischen Spruch. Ja. Genau. Und ich finde das eigentlich total schön, wenn du dir die Beispielkarten da oben anguckst mit diesen goldenen Blättern. Ja. Das ist schon echt, das könnte meins sein. Also nein, das ist meins. Ja, und einfach schon fertig. Geht schnell, sagst du? Ja. Wenn es mal richtig schnell gehen muss. Richtig. Und guck mal, da sind Pergamentakzente drin. Ja. Voll schön. Ja, und die Umschläge haben Punkte. Und Band und Dimensionals. Hm. Ja. Und Glitzis. Nee, das sind, glaube ich, Blümchen, ne? Warte. Ich würde sagen, das sind Blümchen. Akzente. Sag ich ja, Blümchen. Gedöne. Ja. Auf jeden Fall schön. Kann man sich gut angucken. Das stimmt. Ja. Sehr schön. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, für alle Besteller bei mir mich mit solchen Karten bedankt und da reingeschrieben, wenn ich dir gefalle, kannst du mich gleich beim nächsten Mal mitbestellen. Das ist ja süß. Ja. Aber hast du das schon gesehen? Ja. Da werde ich zum Kind. Mach mal die Seite wieder zu. Warum? Weil die so niedlich sind. Ja, dann erzähl doch mal was zu denen. Ja, finde sie einfach süß. Die sind total niedlich. Ja. Hast du die schon? Ja, aber versteckt. Warum? Weil ich die ganz alleine anmale. Okay. Womit malst du die an? Ich weiß noch nicht so genau. Also, wenn ich sie dann anmale, weil ich kann sie ja sowieso jetzt erst zeigen, bis jetzt war ja immer noch Tannenbaum angesagt. Und Glöckchen. Und Glöckchen. Man könnte sie ja einfach anmalen mit Blends. Wäre die einfachste Variante. Ja. Fortgeschrittene malen dann mit Aquarellstiften. Oder mit Wassertankpinseln. Oder mit Wassertankpinseln und Aquarellstiften. Mhm. Oder? Ja, die ganz harten malen mit Write-Markern. Ja, genau. Ja, und dann kann das Ding nämlich auch rosa Flügel kriegen. Ja, dann hast du einen rosa Marienkäfer. Ja. Oh, guck mal, die Kleinen, die sind ja voll niedlich. Ja, auf dem Rücken und auf dem Bauch. Und am Kullern. Genau. Total süß. Willkommen, süßer Fratz. Oh. Dann machst du für nächste Vierteljahr deine Babykarten mit dem Set. Ja, da hätte ich einige, die da kämen. Ja, habe ich schon von gehört. Die Blume ist aber auch schön. Ja, da müssen die drauf. Genau. Hier, der Fliegende da. Ah nee, ich werde jetzt fast Biene Meier gesungen. Das wäre irgendwie falsch geworden. Armer Glückskäfer. Und das aller, obwohl, das, wenn ich mir das so angucke, könnte das ja theoretisch auch Biene Meier ein Faschingskostüm sein. Voll gut. Hm? Aber Biene Meier ist doch nicht so pummelig. Ja, also. Achso, ein Faschingskostüm. Seitdem sie 3D ist, nicht mehr. Vorher war sie tatsächlich pummelig.
Okay. Mich an wie ein Auto. Ja, nee, das wusste ich gar nicht. Also. Pass auf, du erzählst noch ein bisschen was hier und ich google dir jetzt Biene Maya. Ah, okay. In 2D und in 3D. Na gut, dann erzähle ich ein bisschen was dazu, wie man dieses Set bekommen kann. Das ist eine gute Idee. Das ist nämlich unser gratis Gastgeberinnen-Set. Wenn du eine Stempelparty machst oder eine große Bestellung abgibst mit ein paar Freunden zusammen, du hast recht. Guck mal da. Entschuldigung, wenn ich euch kurz unterbreche. Hier ist Biene Maya in 3D. Das sieht ja furchtbar aus. Das ist doch nicht Biene Maya. Und das ist Biene Maya. So, also hat Biene Maya doch ein bisschen Bauchspeck. Ja, muss sie ja auch. Nur nicht an der Arme und Beine. Also anders als ich. Ich habe es an der Arme und Beine und nicht am Bauch. Aber, Ah, okay. Ich bin also keine Biene Maya. Du bist keine Biene Maya. Nee. Aber die Biene Maya war mal fett und ist jetzt schlank. Die sieht aber gar nicht mehr schön aus in 3D. Richtig. Das ist nicht mehr Biene Maya. Nein, das ist nicht mehr Biene Maya. Ja, so, also. Zurück zu den Glückskäfern. Genau, kann man kriegen ab einer großen Bestellung. Genau, ab 375 Euro bekommst du das Set zusätzlich. Also zusätzlich zu allen Celebration-Sets, zusätzlich zu deinen Shopping-Vorteilen. Übrigens, ab 375 Euro gibt es auch schon 12% Shopping-Vorteile. Ja, und es gibt auch schon 6 Celebration-Sets. Also ja. 6 mal 60 oder 3 mal 120. 3 mal 120 oder irgendeine Kombination dazwischen. Total gut. Gibt's plus dann das. Auch schon. Plus die Glückskäfer. Plus die Glückskäfer. Plus Shopping-Vorteile. Plus ein Deckenkuss von der Demo. Ich finde, es läuft. Tja. Können schlechter laufen, glaube ich. Das ist absolut richtig. Ja. Was haben die denn da? Guck mal hier. Da haben die auf der Karte haben die auch einen Prägehintergrund gemacht. Auf der linken Karte. Jo. Und auf der rechten Karte haben die kleinen Käfer. Ja, im Hintergrund gestempelt. Ja, ne, Ton in Ton ist das. Ich würde, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ist das. Das ist ein Poolparty auf Deutsch. Babyblau? Nee, das ist. Schade. Nee, Aquamarin. Kenn mich doch nicht aus hier. Und ich bin immer noch auf Englisch, also. Ja. Oh, du böse, böse, böse Christiane. Was? Du hast eine Seite weitergeblättert. Ja. Warum? Da müssen wir auch noch was zu sagen, oder? Ja. Na dann. Soll ich sagen? Also, ich habe die Seite wieder zugemacht. Warum? Soll ich jetzt was sagen? Ich habe doch gerade erst. Ja. Naja, wir haben auch mega Einsteigerangebot. Was sich der ein oder andere bestimmt unter den Nagel reißen wird. Es gibt nämlich einen Mini-Hebelschneider von SU. Ja, für Einsteiger. Weißt du, was das allergrößte Problem an dieser Broschüre ist? Du kannst sie nicht mit zwei Fingern aufziehen. Ach so. Ich wollte gerade mal hier in die Größenordnung gucken. Und war doch gerade echt versucht, das wie auf dem Telefon aufzuziehen. Hast du den noch nicht? Kann man doch vorbestellen. Ach so, ich verstehe, du warst bei den Celebration Sets hängen geblieben. Ich weiß. Schon richtig. Ja, Mini-Hebelschneider. Ja, der ist großartig. Und eine Mustersammlung Designpapier. Und ein Stempelset. Deiner Wahl, was kein Gastgeber und kein Celebration-Set sein darf. Aber ganz ehrlich. Das ist ja nicht so schwierig. Wer nimmt denn ein Gastgeber-Set oder ein Celebration-Set in die. Also, wollen wir mal einen ganz heißen Tipp loswerden für so ein Set? Ja. Ich würde Kraft der Natur nehmen. Ich auch. Wie kommt das bloß? Oh, weiß nicht, aber ich habe Kraft der Natur schon. Ja, du wolltest auch nicht einsteigen, hör mal. Mutti, du kannst nicht neu einsteigen. Das geht nicht. Aus Gründen. Ich könnte bei dir einsteigen. Nein. Warum? Nein. Warum? Nein. Na gut. Da bin ich ja froh, dass ich schon Demo bin und mir den vorbestellen konnte. So. Prost. Weil sonst komme ich nämlich als Demonstratorin gar nicht mehr an den Hebelschneider dran. Stimmt. Also wenn du Demo bist,
und morgen übermorgen dementsprechend nicht einsteigen kannst, könntest du aber morgen noch deine Vorbestellerchance nutzen und den Papierschneider vorbestellen. Also den Hebelschneider, den kleinen süßen. Hm. Und dann ist das rum. Dann ist Ende Gelände. Und übermorgen heißt es dann? Celebrate good times, come on. Woop, woop. Genau. Ach ja. Und jetzt blättern wir wieder von hinten nach vorne. Und von vorne nach hinten. Also über die Erdmännchen haben wir geredet. Ach, wir fangen jetzt vorne an. Ich habe gerade vorne angefangen. Gut, also über die Erdmännchen haben wir geredet. Über den Schwiegermuttersitz und so. Genau, wir haben über die Lillipads geredet. Jo, du. Und dann über das Seerosenpapier. Und dann fällt mir gerade hier auf, wir haben noch vorhin über diese Schüttelkarte gesprochen. Ja. Es gibt auch noch Accessoires. Schüttelkarteninhalt. Genau, Schüttelkarteninhalt. Mit Pailletten und Band ist auch nochmal ein süßes Set. 750 Pailletten in 3 Farben und 2 Größen. Ich muss ja hier mal ein bisschen klug scheißen, ne? Ja. 4 mm und 6 mm in Bermuda-Blau, Kalypso und Safrangelb. Das ist total lustig. Sonst ist es nämlich immer Bermuda-Blau, Kalypso und Currygelb. Gott sei Dank. Ja, von Kalypso werden sie sich aber nicht trennen. Ne, Kalypso ist ja auch schön. Ich habe gerade gehört, es ist Sarahs Lieblingsfarbe. Ja, dann werden wir wohl Kalypso behalten. Ja, werden wir Kalypso noch ein bisschen länger behalten, würde ich behaupten. Guck mal. Hier, und über Schön, dass es dich gibt, haben wir auch noch nicht gesprochen. Nee, das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein Set, da habe ich tendenziell eher schon mal wieder drüber weggeblättert. Seite 8 übrigens. Das ist diese schöne Torte. Ja. Jetzt, wo wir Torten nicht mehr... Doch, wir können Torten noch ausstechen. Stechen. Stanzen. Ja, wir haben eine Tortenhandstanze. Ja. Aber die passt da nicht rein. Nee, die passt da nicht rein. Die mit so all ihren Blumen ist viel zu üppig für unsere Mini-Tortenhandstanze. Ja. Aber hast du dir mal die Designbeispiele angeguckt? Ja, das ist schon schön. Vor allem kannst du die Blumen auch einzeln ausschneiden. Hm. Ohne Torte. Kann sie Torte wegschneiden. Das ist auch schön. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Und die Schrift ist toll. Und dieses Kleine für dich kannst du eigentlich auch immer gebrauchen. Ja, aber alles Liebe zum Geburtstag, die Schriftart, die ist echt gut. Ja, vor allem ist es auch mal schön lang. Das kannst du mal lang auf eine Karte stempeln. Mhm. Und hast nicht irgendwo so einen kleinen, knubbeligen Stempelset. Das stimmt. Spruch. Bandana Flair hatten wir, Bienengold hatten wir. Liebe Gedanken. Liebe Gedanken hatten wir. Oh. Oh. Wir sind ja Helden. Ja. Sprechen so über Handstanzen und haben uns gar nicht über die Handstanze unterhalten. Die kleine Blume. Röchel, die nicht ganz so itty-bitty ist, wie itty-bitty gemeint ist. Also die Stanze ist ein Tick größer als itty-bitty, aber ja, klein. Die ist so ein bisschen wie früher die, oh, wie hieß sie denn? Pansy? War das das Stiefmütterchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir hatten mal so eine ähnliche Blume. Die hatte 6 Blätter, glaube ich. Und die hat jetzt 5. Und es gibt ein passendes Stempelset dazu. Mhm. Also es gibt einmal das Stempelset Blumige Überraschung. Und dann gibt es das Stempelset Kleine Blume. Entschuldige bitte. Ja, bitte. Also das Set ist mir bis jetzt ja tatsächlich noch nicht so aufgegangen, weil ich diese Blumen viel zu künstlich finde, ne? Aber diesen Spruch, ich bin immer verblüfft, aber nie überrascht davon, wie lieb du bist, ist ja einmalig. Ich bin schon mal schwer begeistert. Oh, Schein. Da wäre das doch fast das böse Wort rausgerutscht. Es ist ja unfassbar hier. Also, blumige Überraschung gibt's auch für 60 Euro. Aber ich finde, da kannst du diese Blumen mit diesen Blütenmitten auch noch mal ganz nett gestalten. Also ist jetzt nicht so hässlich. Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Ja, das stimmt. Aber diese kleine Tüte mit den kleinen Blumen auf der Seite 13, die finde ich schon sehr niedlich. Da, die hier mit dem. Ja, wir hatten sowas, glaube ich, im Jahreskatalog noch in groß, ne? Das kann sein. Auf dem Bilderrahmen. Das kann sein. Hm. Ich finde das nett. Ja, nett.
Also es ist nicht so meins, aber das darf es ja auch mal sein. Genau. Oder? Es ist ja auch mal ganz gut, dass nicht jedes Celebration-Set deins ist, weil ich meine... Sonst wird teuer. Aha. Das ist das große Problem, wenn man Demo ist, ne? Ja. Ja, Glück und Liebe hatte ich schon von erzählt. Und Glückskiefer hatte ich schon von erzählt. Und Einsteigen hatten wir erzählt. Und ja. Bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Na? Wenn euch das alles noch nicht reicht, dann müsst ihr am 3. März nochmal vorbeigucken. Ja. Denn dann gibt es nochmal einen neuen Celebration Flyer. Ja. Steht übrigens vorne auf der ersten Seite, falls ihr uns nicht glaubt. Also, schnappt euch euren Mini-Katalog. Wenn du noch keinen hast, schreibst du entweder Shelly oder mir. Und wir schicken dir einen. Oder zwei. Ja. Celebration-Broschüre gibt es auch dazu. Und dann ganz viel Spaß beim Stöbern. Und die Bestellung nehmen wir auch. Die würden wir auch nehmen. Also, bevor wir uns schlagen lassen. Ja. Wir geben auch ganz bereitwillig die Celebration-Sets weiter. Ehrlich? Machst du das? Ja, du nicht? Doch, immer. Na also. Machst du das wirklich? Wenn da die Marienkäfer wieder bei dir ankommen? Ja, dann hat ja jemand ganz viel bei mir bestellt. Ah, dann hat dann die auch bringe ich die mit Kusshand dahin. Okay. Gibt es so einen dicken Schmatzer oben drauf. Oh. Ja. Aber du brauchst bei mir nicht bestellen. Mist, ich bin schon wieder aufgeflogen. Ja, du bist schon Demo. Du kannst das alleine. Na gut. Mama. Ja, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit der Celebration. Vergrabt euch nicht zu tief mit eurem Katalog. Nee, bleibt schön bei uns auf der Webseite, auf dem Blog, in Facebook, bei YouTube, bei Insta und wo ihr uns sonst so stalkt. Wer stalkt uns? Och. Wir wollen ja keine Namen nennen. Nee, m-m. Und wir hören uns bald wieder. Ja. Bye. Auf die Ohren.